Herr Sattelberger, wir sind heute auf dem Zukunftsforum Personal und haben über die drei Schlagworte Macht, Resilienz und Innovation geredet. Kommen wir mal zu dem Thema Macht. Warum ist das aus Ihrer Sicht heute wieder ein wichtiges Thema? Durch die Digitalisierung wie durch den Wertewandel wird im Grunde Macht in seiner Begrifflichkeit attackiert und bedroht. Und wir sehen, dass alte Machtstrukturen häufig nicht mehr innovationsfähig sind. Ich bin kein Gegner von Macht. Das ist die Frage, wofür wird die Macht eingesetzt? Und natürlich, Macht für Innovation ist eigentlich jetzt nötig, statt Macht für Bewahrung des Status quo. Sie selbst haben ja vielfältige Erfahrungen mit dem Thema Macht. Als Personalvorstand der Telekom waren Sie lange Zeit sehr mächtig. Nun sind Sie in den Ruhestand getreten und gucken anders auf das Thema Macht zurück. Was würden Sie denjenigen raten, die heute mächtig sind? Worauf sollten die ihren Blick richten? Also ich habe immer mal wieder auch in meiner aktiven Zeit mich selber kritisch im Spiegel angeguckt. Und zum Teil mir sehr gute und zum Teil sehr miserable Zensuren in der Machtausübung gegeben. Ich glaube, was meine zentrale Kernaussage an alle, die Führungsmacht haben, ist, eine Sensorik zu behalten für das, was wirklich passiert innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Wie können Führungskräfte denn gerade das schaffen? Also der erste Punkt ist sicherlich, die Familie ist ja ein ganz, ganz zentrales sensorisches System. Zweitens, indem man den Blick in die Bildung reinrichtet, in die Gründerszene, indem man sozusagen erforscht, was tut sich da eigentlich, wie läuft heute Hauptschule ab oder Mittelschule, wie ist heute die Bologna-Reform umgesetzt. Wie sind digitale Beteiligungsprozesse in den politischen Parteien? Also solche Lern- und Erfahrungsfelder sich selber zu eröffnen, ist ein Schlüsselthema. Und wie kann HR dabei helfen, den Führungskräften? Ich glaube, dass HR bei der Frage Gestaltung neuer Organisationen oder Organisationsdesigns sozusagen soziale Laboratorien schaffen kann. Und zwar innerhalb, aber auch außerhalb des Unternehmens. Wo man sozusagen ohne Angst vor Scheitern mit neuen Vorgehensweisen und Philosophien experimentieren kann. Wir haben heute einige Unternehmensvertreter gehört, die für Unternehmen stellvertretend stehen, die ganz anders operieren, die dezentral organisiert sind, die Macht tatsächlich ablehnen. Können solche Unternehmen eine Blaupause sein? Kann man von denen lernen? Also ich glaube, es wird eine Vielfalt an Wegen geben in der Art, wie sich Organisationen entwickeln. Es wird feudale Söldnertruppen geben, wie die Investmentbanken oder Banker es sind. Es wird so ein Hybride geben, wie es Google ist, mit einer ganz zentralistischen Macht an der Spitze und viel Freiheit und Souveränität sozusagen im Bauch der Organisation. Es gibt neuen Mittelstand, der sehr viel netzwerkartiger strukturiert und organisiert ist. Und es gibt die Konzerne, in die man zumindest einige Schneisen legen kann der Freiheit. Und was glauben Sie, was die Führungskraft der Zukunft dann können muss? Also ich würde zuerst mal nicht über die Frage sprechen, was muss die Führungskraft der Zukunft können, sondern wie müssen wir neue Führungs- und Zusammenarbeitswelten designen, in deren Rahmen Führungskräfte ganz anders agieren können und die dann in einer ganz anderen Art und Weise sozusagen wieder zu sich selber finden, zu ihrem Ich. Die in einer ganz anderen Art und Weise sich und anderen Souveränität ermöglichen, die in einer ganz anderen Art und Weise Räume für Innovation schaffen und diese ganz gezielt fördern, sodass ein ganz bestimmter Teil der sogenannten Arbeitszeit Innovationsarbeit ist. Das sind zentrale Themen aus meiner Sicht. Heute klang das hin und wieder aus dem Publikum an, dass das Thema HR und Innovation so zwei Teile sind, die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen. Wie sehen Sie das? Zum Teil ja, zum Teil nein. Ich meine, ich sehe jetzt eine historische Chance. Es ist so wirklich ein Fenster der Gelegenheit, jetzt das Thema Gestaltung der Arbeitswelten nicht den Controllern und den Entwicklern und Ingenieuren zu überlassen, sondern sozusagen HR-Intelligenz voll mit reinzubringen, ganzheitlich,
Wir müssen Co-Architekten neuer Arbeitswelten werden. So, und dann wird es wie überall im Leben solche geben, die da schnell vorangehen, solche, die schnell genug mitmachen und solche, die halt abgehängt werden.